Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und heute mal mit einem ganz kleinen, aber feinen Trick für die Hamstrings. Ich weiß, Beintraining ist langweilig, aber wir wollen ja auch hier immer mal wieder was Neues dazulernen. Und zwar ist dieser Trick nicht was Neues, was ich jetzt irgendwie seit neuestem weiß. Ich habe den Trick sogar schon mehrmals in meinen Vlogs erwähnt, aber ich habe gedacht, dieser Trick sollte auch mal sein eigenes Video verdienen und deshalb zeige ich euch jetzt hier an der liegenden Beinbeugermaschine, wie man hier die Peak Contraction maximieren kann und insgesamt auch viel mehr Belastung auf den Muskel kriegt, weil es ist wirklich so, dass der liegende Beinbeuger meistens, vor allem bei Maschinen, wo der Tilt sehr groß ist, im Vergleich zu einem sitzenden Beinbeuger doch nicht ganz so viel Spannung drauf kriegt. Also das heißt, liegende Beinbeuger sind in der Regel den sitzenden Beinbeugermaschinen unterlegen, wobei es natürlich auch da wieder sehr große Unterschiede gibt. Aber man kann natürlich mit ein bisschen Geschick und mit ein bisschen Know-how auch hier noch was rausholen. Und zwar zeige ich euch das hier mal vor, wenn ich jetzt hier abliege und einfach wie die meisten sowieso schon mal viel zu viel Gewicht bewege, dann ist das Erste, was man macht, ist einfach mal hier irgendwie raus nach oben zu kommen und dann da oben verliert man dann die Spannung. Das heißt, man macht einfach einen normalen Curl. Und das ist ja schon in der Regel nicht wirklich falsch, aber wenn man eben wirklich das Maximum rausholen will, dann müsste man mal versuchen, einfach hier den Glut anzuspannen. Gewissen Leuten hilft es auch hier noch so ein bisschen hochzukommen und dann wirklich hier, ihr seht jetzt auch schon, was passiert, hier schon von Anfang an eine Spannung zu haben und dann nach oben hier wirklich eine Peak Contraction zu erreichen. Also wenn ihr mal eine EMG-Messung anschaut, gibt auch Videos dazu, dann werdet ihr merken, dass ihr so erstens auch mal hier unten die Spannung nicht verliert und da oben auch eine viel schmerzhaftere Kontraktion erreicht. Das tut jetzt gerade weh. Und das ist eben wirklich so, weil man eben durch die Hip Extension, also dadurch, dass man hier wirklich auch die Hüfte streckt, hier die Peak Contraction oben erreicht. Und das ist besonders für Leute, die eben Hamstrings Schwachstelle haben oder im Allgemeinen einfach auch das Maximum rausholen wollen, vielleicht nur einen liegenden Beinbeuger haben, keinen sitzenden in ihrem Gym. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Detail. Ich habe das damals schon vor 5 oder 6 Jahren mal in einem Video von Kai Green gesehen. Auch Ben Pokalski hat dazu mal ein Video gemacht, glaube ich sogar noch mit einer EMG-Messung, also sogar mit der EMG-Messung gezeigt, wie viel mehr Kontraktion man da rausholen kann, wie viel mehr der Muskel belastet wird. Mit demselben Gewicht, einfach nur hier mit diesem einfachen Trick vor dem Hochziehen, wirklich hier den Glut anspannen, Hip Extension und dann hier, bam, schön, richtig gut das Maximum rausholen. Versucht es einfach mal aus, Leute. Und wenn ihr mehr solche Tipps haben wollt, es gibt nämlich zu jeder Muskelgruppe solche kleine Tweaks, dann checkt das Scienstatics ab. Dort gibt es über 15 Masterclass-Videos, wo alle Übungen zu jeder Muskelgruppe ganz genau unter die Lupe genommen werden, verglichen werden und euch auch die kleinen, aber feinen Finessen gezeigt werden, wie ihr das Maximum aus eurem Körper rausholen könnt. Weil genau das wollen wir ja, keine Zeit im Fitnessstudio verschwenden mit der falschen Ausführung, mit dem falschen Plan. Von Anfang an alles richtig machen. Natürlich auch die Ernährung muss von Anfang an passen. Und so habt ihr dann auch von Anfang an die Motivation, die es braucht. Weil viele Leute verlieren genau deswegen am Anfang bereits die Motivation, weil sie nach 3, 4 Monaten einfach nicht die Erfolge erzielen, die sie eigentlich könnten und danach auch das Handtuch werfen. Und genau das machen wir nicht. Deswegen, Leute, Scienstatics, unten den Link abchecken. Die kostenlosen PDFs könnt ihr auch direkt mal downloaden und euch anschauen. Und wenn es noch Fragen gibt, einfach in die Comments oder bei Scienstatics auf dem Instagram-Account kostenlos nachfragen. Besten Dank, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, bitte nicht vergessen, Daumen nach oben und man sieht sich im nächsten Video. Peace out. Scienstatics, built by science.